Das ist Katja Schirmer. Sie war Kandidatin in der Show Geschickt eingefädelt. Kürzlich lief das Finale der Show von Guido Maria Kretschmer. Sie war mit dabei, allerdings hatte sie nicht allzu viel Glück, da sie als Erste flog. Doch bei den Dreharbeiten hatte sie dennoch viel Spaß. Okay, also die Dreharbeiten, das war auf jeden Fall sehr interessant, hinter die Kulissen zu gucken und mal wirklich mitzubekommen, wie das jetzt alles abläuft und diese ganzen Vorgänge und auch einfach dieses, was man sich gar nicht so klar macht, diese unglaubliche Wartezeit jedes Mal, ja, wenn man dann eine Szene gedreht hat, muss alles umgestellt werden, irgendwie, man muss vorbereitet werden wieder und irgendwelche anderen Sachen müssen gemacht werden und deswegen stehst du dann da und wartest und wartest und wir ganzen Kandidaten natürlich dann zusammen mit einem Grüppchen und haben halt einfach nur jede Menge Wartezeit gehabt. Und ansonsten mit den vielen Kameras, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Also es geht wirklich so, die meiste Zeit sind die ja nicht direkt irgendwie frontal aufs Gesicht gerichtet, sondern die sind irgendwo im Hintergrund und wenn du irgendwas am Machen bist, dann kriegst du das gar nicht mehr mit. Oder wenn du eh eine Aufgabe hast, zum Beispiel lauf diesen Weg hier lang, dann denkst du nicht daran, oh, da ist die Kamera, sondern du läufst halt und unterhältst dich mit den anderen Kandidaten dabei und vergisst das auch irgendwann so ein bisschen. Und bei mir ist höchstens so, wenn ich irgendwas mache und dann wirklich die Kamera ins Detail das filmt und bei mir irgendwas schief gehen würde oder so, und dann zum Beispiel ich, keine Ahnung, krieg den Faden nicht in die Nadel oder so, dann werde ich nervös und dann werde ich auch rot und das ist dann ganz furchtbar, aber die meiste Zeit ging es eigentlich. Okay. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so alles verraten habe, aber am Anfang haben sie natürlich erstmal so ein bisschen so ein Geheimnis um Guido gemacht. Also wir haben bestimmt irgendwie einen Dreivierteltag gedreht, ohne ihn überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Und am Anfang wurden halt Sachen geübt, die dann Guido sprechen soll. Und dann hat sich jemand anders dahingestellt und hat das erstmal geredet, damit Guido wahrscheinlich dann nicht einfach rumwarten musste oder alles wiederholen musste. Und dann irgendwann kam er dann auch, ne, hat sich uns vorgestellt. Und war dann auch wirklich unglaublich nett zu uns und hat sich dann auch in den Pausen zu uns gestellt und mit uns da quasi mehr oder minder privat geredet und sich für unsere Sachen, unsere Leben interessiert und da war er wirklich unglaublich nett. Ja, ja, direkt als Erster rauszufliegen ist natürlich eine unglaubliche Schmach, aber ich habe es einfach am ersten Tag total versaut und das ist mir auch selber klar und es sind einfach so viele Sachen schiefgegangen. Und so viele Sachen, die nicht hätten sein müssen und keine Ahnung, wo ich mich einfach hätte anders entscheiden müssen für nicht die Passbillen oder einen anderen Stoff, um den Rock ganz anders zu machen und eben nicht dann irgendwie gleich an dem ersten Modell, das wir nähen sollten, überhaupt zu scheitern. Und das war natürlich dann schon sehr doof und ich ärgere mich auch noch ein bisschen drüber, aber man kommt drüber hinweg, das Leben geht weiter. Und ich habe ja auch genug andere Sachen zu tun und irgendwie, ich bin ja nicht irgendwie nur durch die Show irgendwie definiert, sondern ich habe ja meine eigenen Sachen, ich mache meine eigenen Pläne, ich habe meinen Online-Shop, der hoffentlich jetzt von der Wanda weg und zum eigenen Shop wird und ich bin auf vielen Conventions zu finden, dann ist ja jetzt bald Weihnachten und das Weihnachtsgeschäft startet, also ich habe genug Ablenkung mit anderen Sachen und bin nicht die ganze Zeit traurig.